Hallo und herzlich willkommen zu diesem Dieser Dad Video auf meinem Kanal. Heute geht es weder um Klimawandel noch um Autos. Heute geht es um Dieser Dads Weisheiten, so würde ich das mal ein bisschen augenzwinkern betiteln. Heute war ich mit dem Liam, der da zu meinen Füßen liegt, unterwegs. Er hat ja jetzt auch einen Instagram-Account. This Doggo heißt er, glaube ich. Früher war das dieser Monkey. Das ist unser zweiter Hund, den wir, bevor er zum Blindenführhund ausgebildet wird, haben. Der Monkey war ein Pudel, er ist ein Labrador und da kam es mir in den Sinn, dass ich ja da eine ganz nette Technik kenne, wie wir mit anderen Menschen besser zurechtkommen, indem wir sie mit Hunden vergleichen. Das ist nun nicht auf meinem Mist gewachsen, sondern ich habe früher eine ganze Menge Seminare besucht, unter anderem von Bodo Schäfer. Und der hat das auch als Hundestrategie rausgebracht. Bei ihm geht es in allererster Linie ums Verkaufen. Aber mir hat das auch außerhalb vom Verkaufen, natürlich auch dort, vielleicht bei Auftraggebern geholfen. Zum Beispiel auch mit Interviewpartnern, dass ich da schnell auf eine gute Wellenlänge komme. Oder es kann euch zum Beispiel helfen im Umgang mit euren Eltern, aber auch natürlich Lehrern oder Chefs oder natürlich auch Kunden. Und ich bin jetzt kein besonderer Hundekenner, aber Hundearten werden ganz bestimmte Charaktereigenschaften zugesprochen und natürlich sind Menschen komplex. Und natürlich ist in jedem von uns eine Mischung aus unterschiedlichen Hundearten. Also nehmt das Ganze nicht zu bierernst, aber es steckt einiges dahinter, wovon ihr vielleicht profitieren könnt. Das wäre jedenfalls meine Hoffnung. Und was ich an der Stelle auch ganz klar sagen will, es geht nicht um Schubladendenken, dass man jemanden irgendwo reinstütet und sagt, ja, mit denen kann ich sowieso nicht, ist ja ein Pudel, kein Wunder. Sondern es ist im Gegenteil so, dass jede Hundeart auch etwas Positives hat und dass man das auch auf diese Weise sehen kann. Es kann euch helfen, das Positive im anderen zu sehen. Es kann euch helfen, ihn besser zu verstehen. Und es geht letztlich darum, auch die Individualität im anderen zu erkennen und zu wertschätzen und dadurch dann auch besser im Gespräch mit dem anderen zu sein. Und was vielleicht auch nicht ganz schlecht ist, wenn man die Hundeart des anderen kennt, dann kann man verhindern, dass man gebissen wird. Denn das ist ein Aspekt, um den ich Bodo Schäfers Hundestrategie eigentlich noch erweitert habe. Denn ich habe herausgefunden, dass alle Hunde beißen, aber aus unterschiedlichen Gründen. Und wenn wir wissen, warum, dann können wir es verhindern. So, und jetzt komme ich zu den 5 Hundearten. Die erste Hundeart ist der Pitbull. Dem Pitbull geht es um Autorität und um Macht und er will bestimmen. Beispiele daraus sind vielleicht aus der Politik Donald Trump, Wladimir Putin. Wer etwas älter ist, kennt vielleicht noch JR aus der Serie Dallas. Und ihr kennt bestimmt einige Lehrer, die sich Pitbull-artig verhalten. Nämlich, in erster Linie sehen sie die Dinge aus ihrer Perspektive. Sie unterbrechen, sie sind ungeduldig, sie fallen einem ins Wort, wenn sie unerzogen sind. Positiv gesprochen, sie sind mutig und motiviert und sie können führen und überzeugen. Pitbulls beißen, wenn es ihnen nicht schnell genug geht oder wenn irgend so ein kleiner Mischling glaubt, ihnen widersprechen zu müssen, dann beißen sie ihn einfach weg. Auch einfach nur, um zu zeigen, wer hier der Stärkere ist und wer die Macht hat. Ich habe mir für jeden Hundetyp auch noch überlegt, wenn ich viele von euren Kommentaren lese, welcher Hundetyp steckt da eigentlich dahinter? Und ich würde mal sagen, ein Pitbull kommentiert im Normalfall gar nicht, weil es ist eigentlich unter seiner Würde. Und wenn, dann vernichtend. Der Typ hat keinen Plan. So ein Quatsch. Das wäre so ein Pitbull-Kommentar. Kurz und bumm. Kopf ab. Ja, was ist eine gute Strategie, wenn man merkt, okay, der andere ist ein Pitbull. Ich sag mal, wenn ich selber einer bin, kann ich mich auch auf Wortgefechte einlassen, wer hier jetzt das Rudel führt. Wenn ich selber keiner bin, soll ich das einfach lassen. Nicht klug scheißen, dem anderen eine Wahl geben, sodass er auf jeden Fall das Gefühl hat, am Schluss entschieden zu haben. Bei Kunden oder Geschäftspartnern ist es so, wenn man das gut anstellt, dann verkauft sich der am Schluss das Produkt selber. Hauptsache, er hat recht. Dafür muss man vielleicht kluge Fragen stellen und das Gespräch geschickt führen. Das wäre mal ein Pitbull. Die zweite Hundeart sind die Pudel. Die Pudel möchten Aufmerksamkeit. Sie wollen Wirkung erzielen und deswegen findet man die natürlich auch sehr häufig im Showbusiness. Pudel sind natürlich eigentlich fast alle Showstars und ich würde mal sagen, jeder YouTuber hat im Normalfall irgendwo einen kleineren oder größeren Pudelanteil, ansonsten würde das nicht machen. Luca Konkrafter, Bibi, aber auch Jan Böhmermann finde ich ziemlich pudelig. Bei den Politikern würde ich jetzt mal sagen Emmanuel Macron. Die Begabung der Pudel ist, sie können Massen beeinflussen, denn sie werden geliebt. Pudel kennen die aktuellen Trends, legen Wert auf Äußerlichkeiten, haben wahrscheinlich eher Apple als Samsung und Pudel können auch beißen, aber eher kläffen. Wenn sie nicht genügend Aufmerksamkeit bekommen, dann kann es sein, dass sie mal, hey, was ist los hier? Habt ihr nicht gesehen? Ich bin doch da.
Das sind Pudel und in den Kommentaren erkennt man die Pudel normalerweise daran, dass sie sagen, hey, cooles Video, habt ihr auch schon mein Video gesehen, geht doch mal auf meinen Kanal. Wenn ihr einen Pudel kennt und wollt mit ihm gut zurechtkommen, dann müsst ihr das wahrnehmen, was ihm wichtig ist, ihm vielleicht Komplimente machen, natürlich nur, wenn es auch ernst gemeint ist, vielleicht mal sagen, hey, sie haben es aber schön hier. Wenn ihr zu einem Pitbull sagt, sie haben es aber schön hier, dann sagt der, willst du dich einschleimen oder was? Pitbull und Pudel, würde ich mal sagen, erfolgreiche Menschen müssen eigentlich mindestens von einem dieser beiden einen ordentlichen Anteil haben. Ohne eines von diesen beiden wird es schwer. Die dritte Hundeart, der Labrador. Dem Labrador geht es um Vertrauen und um die Gemeinschaft. Der Labrador will das Beste für alle. Ich würde mal sagen, bei den Politikern aktuell, Robert Habeck würde ich mal so einschätzen, auch Angela Merkel, die kann zwar auch beißen, aber hat vieles von einem Labrador. Auch so Worte wie Kompromiss, Win-Win sind sehr labradorig. Der Labrador, der kann Mehrheiten schaffen, der kann ausgleichen. Und Werte und idealistische Ziele stehen für ihn im Vordergrund. Auch Labradore beißen, aber das dauert oft sehr, sehr lang. Sie beißen vor allem dann, wenn sie das Gefühl haben, dass irgendwo Pudel oder Pitbulls rumlaufen, die viel zu viel Aufmerksamkeit erhalten und damit die gute Sache gefährdet ist. Ein typischer Kommentar von einem Labrador, die lese ich übrigens sehr gerne, ist natürlich, hey, so ein tolles Video und das ist echt toll, dass endlich mal jemand sich so einem wichtigen Thema auch auf YouTube nähert. Herzchen, Herzchen, Herzchen. Wenn man mit einem Labrador gut zurechtkommen will, dann ist es wichtig, dass man auf Teamarbeit setzt, dass man Win-Win-Vorschläge macht, kompromissbereit ist, den anderen an seinen Werten packt und ihm zeigt, dass er hier in Übereinstimmung mit seinen Werten handeln kann, wenn er zum Beispiel meinen Vorschlag folgt oder mein Buch kauft oder diese Versicherungspolice abschließt. Win-Win-Vorschläge, merkt ihr schon, Pudel und Pitbulls fänden das ziemlich seltsam. Wieso soll jetzt auch noch ein anderer gewinnen? Es reicht doch eigentlich völlig, wenn ich gewinne, beziehungsweise wenn ich die Aufmerksamkeit habe. Das sind die Labradore. Die vierte Hundeart sind die Zwergpinscher. Denen geht es um Kompetenz. Zwergpinscher möchten umfassende, vollständige Informationen. Beispiele für die zu finden ist gar nicht so einfach, denn die sitzen meistens in der zweiten Reihe. Das sind die Fachleute im Hintergrund oder es sind Wissenschaftler oder es sind Staatssekretäre. Auf YouTube würde ich jetzt mal sagen, ist Horst Lüning mit seinem Unterblock vielleicht ein Zwergpinscher, jedenfalls ein Detailversessener. Und da merkt man auch schon, dem seine Videos gehen immer so 45 Minuten lang oder länger. Das heißt, die sprechen viel, sie sind Detailfreaks, andere könnten sie auch Klugscheißer nennen. Ihre Begabung ist, sie kennen Fakten und sie können sie vernetzen. Auch Zwergpinscher beißen, vor allem dann, wenn man ihnen nicht schnell genug folgen kann und sie vielleicht dasselbe schon 3 oder 4 Mal erklärt haben. Oder wenn du immer noch einen Einwand hast, dabei hat er dir schon 20 Argumente aus dem Ärmel geschüttelt. Das mögen Zwergpinscher nicht so gerne. Die Kommentare von Zwergpinscher erkennt man meistens daran, dass da erstmal steht mehr Anzeigen, weil ein Zwergpinscher hat normalerweise Kritik oder Ergänzungen und davon reichlich mit Links und Belegen und vielen Abschnitten. Wenn man einen Zwergpinscher als Lehrer hat, meinetwegen im Abitur, ist es schwierig. Ich hatte mal so einen in Geschichte. Da hilft eigentlich nur eins, man muss richtig viel lernen, sich richtig anstrengen und wenn man Glück hat, sagt er hinterher, du bist hier der Einäugige unter den Blinden und deswegen kriegst du eine 2. Wenn man einen Zwergpinscher als Chef hat, dann ist er meistens dankbar, wenn man seine fachliche Autorität anerkennt und ihm die Sachen abnimmt, mit denen er eher Schwierigkeiten oder keine Lust drauf hat, nämlich Marketing und alles, was mit Menschen zu tun hat. Außerdem können Zwergpinscher nicht so gut Entscheidungen treffen, weil sie einfach so viele Informationen haben, dass sie am Schluss nicht mehr wissen, was sie machen sollen. Und auch dabei kann man ihnen gut helfen. Die fünfte und letzte Hundeart sind die Dackel. Denen geht es um Freundschaft. Dackel sind treu. Ich meine, die Dackelaugen sind ja legendär. Sie sind eher gechillt, selten gestresst und mehr oder weniger auch lieber Einzelgänger als große Wortführer. Sie legen auf Freundschaft und Beziehung viel Wert und sind eigentlich oft ganz normale Menschen, die ihren Job machen, einmal im Jahr an denselben Ort in Urlaub fahren und am Donnerstag zum Stammtisch gehen. Nichts gegen den Stammtisch. Die Begabung von Dackeln ist zum Beispiel,
Beziehungen dauerhaft zu gestalten, was zum Beispiel, wenn es Kundenbeziehungen sind, sehr attraktiv sein kann für einen Arbeitgeber. Dackel beißen. Ich bin schon mal von einem Dackel gebissen worden. Eigentlich vor allem, wenn sie in Bedrängnis geraten. Und das kommen sie vor allem, wenn man sie rauszerrt und ans Licht der Öffentlichkeit. Das mögen sie eigentlich nicht so gerne. Die möchten in Ruhe da ihren Job machen. Dackel kommentieren eigentlich selten unter Videos. Und wenn, dann würde ich am ehesten sowas erwarten wie: Ich kenne dich schon, seit du 100 Abonnenten hast. Damit drücken sie aus, dass sie dich schon lange kennen und zu dir eine langjährige Beziehung haben. Wie geht man mit einem Dackel am besten um? Zunächst mal ist für den ganz wichtig, dass alles okay ist. Also man sollte nicht große Probleme wälzen und ihm eine langfristige Beziehung in Aussicht stellen. Und dann kann man ihn zum Beispiel auch sehr gut für Kundenbindung oder Vertrauensbildung einsetzen. Idealerweise hat man ein Team, das aus allen 5 besteht, und zwar jeweils an der richtigen Stelle. Wenn ihr euch mal vorstellt, für einen Film, was brauchen wir da? Natürlich einen Pudel als Hauptdarsteller und natürlich einen Labrador als Regisseur. Und natürlich brauchen wir auch einen Pitbull, nämlich das ist der Produzent, der muss dafür sorgen, dass das Geld da ist und dass hinterher auch alles klappt und das Ding auch ordentlich hier in den Markt gepresst wird. Die Drehpläne wird vielleicht der Zwergpinscher schreiben, und Dackel braucht man immer und überall. Entweder fürs Fundraising oder überall, wo wirklich einfach solide und langfristig wertvolle Arbeit gemacht wird. Also alle sind wertvoll. Das ist vielleicht die ganz wichtige Botschaft. Und wenn man so ein bisschen weiß, was so der Hauptaspekt von dem anderen ist, dann weiß man, was man vielleicht lassen sollte und was vielleicht ganz förderlich ist für die Beziehung und für das, was man mit ihm vorhat. Naja, ich bin auf jeden Fall wertegetrieben, also ein Labrador. Ich bin auf YouTube und auf Bühnen, also bin ich definitiv ein Pudel, auch wenn ich keine Locken mehr habe. Und ich bin, was man vielleicht nicht so merkt, sehr harmoniebedürftig. Und das spricht ziemlich für einen Dackel. Und da merkt ihr schon, Pudel und Dackel, das ist so ein Wettkampf. Der eine will eigentlich vorne stehen und scheinen und der andere will eigentlich da hinten in Ruhe seine Arbeit machen und langfristige Beziehungen aufbauen. Gar nicht so einfach. Ja, bliebe noch die Frage, was seid ihr? Schreibt es in die Kommentare, denkt einfach drüber nach. Ich hoffe, euch hat diese Art von Video auch mal gefallen. Abonniert, liked und kommentiert und seid auch nächstes Mal wieder dabei. Euer Dieser Dad.